Hallo zusammen. In der Zeit, die wir gebraucht haben, um euch zu begrüßen, sind tausende von seltsamen, erstaunlichen und lustigen Dingen auf der Welt passiert. Könnten wir euch wirklich alle von ihnen entgehen lassen oder euch eine Portion gute Laune und neue Entdeckungen dazulassen? Natürlich nicht. Zum Glück wurden viele von ihnen gefilmt und warten in unserer heutigen Auswahl auf euch. Wir versprechen, dass es spannend wird. Lasst uns loslegen. Seltsamer Brunnen. Ein riesiger Brunnen kommt direkt aus dem Boden und scheint endlos in die Tiefe zu gehen. Habt ihr jemals so etwas gesehen? Für einen echten Brunnen sieht er zu seltsam aus und es gibt kaum so große unterirdische Quellen, also was geht hier vor sich? Wir werden es euch jetzt sagen. Vor einigen Jahren haben die indischen Behörden beschlossen, die Wasserkrise zu beenden, die Bewohner der Stadt Rajkot und ihrer Umgebung getroffen haben. Der örtliche Aji-Damm sammelte während der Regenzeit sehr wenig Wasser, was kaum ausreichte, um die Bevölkerung bis Ende des Jahres zu ernähren. Infolgedessen verlegten die Behörden eine 31 Kilometer lange Rohrleitung vom Narmada-Fluss zum Damm. Jetzt kann man den Moment des Beginns sehen. Stellt euch das im Größenverhältnis vor, in einer Stunde strömen rund 400.000 Liter Wasser aus dem Rohr. Kein Wunder, dass der Stausee in nur einer Woche auf 275 cm Höhe gefüllt war. Großartige Reflexe. Kennt ihr den Ausdruck, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Jetzt werdet ihr sehen, was das wirklich bedeutet. Während eines der Baseballspiele ließ der Schlagmann den Ball auf die Tribüne fliegen, was die ganze Zeit passiert. Aber Folgendes geschah als nächstes. Der Ball prallte einmal vom Spielfeld ab und landete genau in der Hand des Reporters, der diesen Moment zu erwarten schien. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei etwa 1 in einer Million. Aber im Gegensatz zum Publikum war der Reporter von der Situation nicht überrascht. Er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Bericht zu unterbrechen. Das ist ein echter Profi. Außerdem hat der Typ den Ball nicht einmal als Andenken behalten und ihn den Fans zugeworfen. Es ist eine Schande, dass er den Mann dahinter nicht bemerkt hat, der um diesen Ball gebettelt hat. Brennendes Auto. Indianapolis 500 ist eines der prestigeträchtigsten Autorennen und eines der meistbesuchtesten Sportereignisse der Welt. Kein Wunder, die Zuschauer wissen mit Sicherheit, dass sie eine heiße Show sehen werden. Und vor einigen Jahren hat die Realität sogar ihre Erwartungen übertroffen. Der amerikanische Rennfahrer Zach Veach hielt für den traditionellen Boxenstopp-Check an, aber diesmal lief nicht alles nach Plan. Einer der Mechaniker hat versehentlich Benzin auf dem Auto verschüttet, was dann wie eine Fackel in Flammen aufgegangen ist. In Panik begann das Team, Wasser auf das Auto zu gießen, aber Zach konnte sich keine Verzögerung leisten. Er hörte den Befehl Go, Go, Go im Radio und eilte in dem in Feuer stehenden Auto davon. Das sieht man nicht jeden Tag. Wie sich herausstellte, hatte er die richtige Entscheidung getroffen. Die Flamme ging mit hoher Geschwindigkeit einfach aus. Der Rennfahrer kam nur als 23. von 33 ins Ziel, aber es hätte noch schlimmer enden können. Lachs auf der Autobahn. Tiere überqueren die Straße oft an Stellen, an denen sie das nicht tun sollten. Und es gibt sogar Warnschilder mit Elchen oder Wildschwein drauf und es sieht so aus, als müsste man auch Fische darauf malen. Ja, diese kleinen Torpedos, die auf einer überfluteten Autobahn gegen die Strömung kämpfen, sind Lachse. Warum mussten die so dringend zur anderen Seite? Leichen, so die Fischbrutspezialistin Alexis Leonard. Sie filmte diese ungewöhnliche Situation auf einer Straße im Bundesstaat Washington. Die Frau sagte, sie habe ein Video für ihre Schwester aufgenommen, doch nie einen Fisch auf die andere Straßenseite hat schwimmen sehen. Naja, es ist ja nicht so, als würden andere Leute jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit anhalten, um einen Lachs passieren zu lassen. Laut Alexis ist dies jedoch keine Seltenheit in der Region. Lachse leben in Bächen neben dem Skokomish River und wenn er überflutet wird, können Fische überall landen. Besessenes Boot. Normalerweise wird ein Exorzist gerufen, um mit Besessenen umzugehen, aber dieses Boot könnte auch einen lateinischen Spruch gebrauchen. Es ließ die Besatzung fallen und begann den Fluss entlang zu kreisen. Okay, Dämonen haben nichts damit zu tun, aber die Situation ist trotzdem ziemlich überraschend. Drei Männer beschlossen, auf diesem Boot auf dem St. Lucie River in den USA ein wunderschönes Foto zu machen und sind irgendwie alle zusammen über Bord gefallen. Sie haben es geschafft, unverletzt zum nächsten Schiff zu gelangen. Später sagten die Männer den Rettern, dass das unkontrollierbare Boot sie fast mehrmals überfahren hätte und sie unter Wasser tauchen mussten. Das Boot genoss eine ganze Weile seine Freiheit. Es fuhr mehrere siegreiche Runden, nahm dann die Höchstgeschwindigkeit auf und sprang sogar über den Pier. Aber es konnte das zweite Hindernis nicht bewältigen. Es musste anhalten und auf die Besitzer warten. Verlorener Zahn. Bei Live-Übertragungen passiert oft etwas Ungewöhnliches. Wie oft haben wir ein Tier gesehen, das einen Bericht unterbrochen hat? Aber das Publikum war nicht bereit für das, was ihr jetzt sehen werdet. Die Live-Übertragung der ukrainischen Fernsehmoderatorin Mariska Podalko, die die neuesten Nachrichten vorlas, wurde fast von einem nervigen Ausrutscher unterbrochen. Das Mädchen hat dabei einen Zahn verloren. Wir müssen die Professionalität der Gastgeberin loben. Sie blieb bereit, hob die Hand vor den Mund, um einen Zahn herauszuziehen und setzte die Sendung fort, als wäre nichts passiert, obwohl die Lücke deutlich sichtbar war. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie dies einem Erwachsenen
denn passieren konnte. Die Geschichte ist ziemlich überraschend. Laut der Gastgeberin schwenkte ihre Tochter eines Tages einen schweren Wecker neben ihrer Mutter und brach ihr die Hälfte ihres Zahns ab, als sie gähnte. Kurz vor der Show reparierte Marischka den Zahn beim Zahnarzt, befolgte jedoch nicht die Empfehlungen, so fiel der Zahn im schlimmsten Moment einfach heraus. Baum in einem Auto. Auf den ersten Blick ist hier alles klar. Es gab einen Orkan, ein Baum fiel um und traf in ein der Nähe geparktes Auto. Was ist daran so überraschend? Schaut mal genauer hin. Es hat das Auto nicht durchbohrt, sondern ist durch das Auto gewachsen. Zumindest dachten das die Passanten in der französischen Stadt Nantes. Nachts gab es keinen Sturm. Das Auto erschien erst am Morgen. Es stellte sich heraus, dass der Baum seinen Weg durch entspross. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass das einfach unmöglich ist. Und einige der Augenzeugen beschlossen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Es stellte sich heraus, dass das gekeimte Auto ein seltsames Kunstwerk der örtlichen Theatergruppe Royal Deluxe ist, die für ihre umstrittenen Straßeninstallationen bekannt ist. Beispielsweise bauten sie an einem anderen Ort ein Auto auf, dessen Dach und Windschutzscheibe von einer riesigen Gabel durchbohrt worden waren. Okay, ein Rätsel ist gelöst, aber ein anderes bleibt. Wie haben sie es geschafft, das Auto auf einem Baum zu bekommen? Rotes Wasser. Wenn wir euch sagen würden, dass sich in mehreren Ecken der Welt einige Seen blutrot verfärbt haben, würdet ihr wahrscheinlich denken, dass es eine Art Horrorgeschichte für Kinder ist. Gut, dass wir ein Video haben, um es euch zu beweisen. Schaut euch diesen See in China an. Beeindruckend, nicht wahr? Hier geht es jedoch nicht um Mystik. Der 1000 Jahre alte Salzsee in der Stadt Yuncheng hat sich aufgrund der steigenden Temperaturen scharlachrot gefärbt. Warmes Wetter wirkt sich auf die im Wasser lebenden Algen und Garnelen aus, weshalb sich die Farbe des Stausees ändert. Je höher die Temperatur, desto heller wird der See. Aber während in China die Natur eine Szene erschaffen hat, die wie ein riesiges abstraktes Aquarellbild aussieht, sah das Meer in Sydney weniger elegant aus, als hätte jemand Tomatensuppe ins Wasser gegossen. Wir wetten, ihr würdet euch nicht wagen, dort schwimmen zu gehen. Und das ist eine kluge Wahl, da das Wasser von Noctiluca-Algen gefärbt wurde, die Hautausschläge auf der menschlichen Haut verursachen und sogar Fische töten können, indem sie ihnen Sauerstoff entziehen. Frau und Zug. Lasst uns noch einmal staunen, wie rücksichtslos und was für ein unglaubliches Glück manche Menschen haben können. Diese Frau aus Australien war anscheinend zu faul, um zur Kreuzung zu gehen und beschloss, die Eisenbahnschienen zu überqueren, hat jedoch nicht berücksichtigt, dass es nicht so einfach war, auf den Bürgersteig zu klettern. Einer der Jungs sprang sofort auf, um ihr zu helfen, war aber nicht stark genug. Und genau in diesem Moment kam ein Zug um die Ecke. Glücklicherweise waren mehrere Polizisten in der Nähe im Einsatz. Sie schafften es, die Frau buchstäblich in letzter Sekunde herauszuziehen. Ihre dumme Tat ist genauso ärgerlich wie das Verhalten des Mannes im roten T-Shirt. Die ganze Zeit über beobachtete er diese Szene ruhig und stand erst auf, als ein Zug ankam. Schlafender Fahrer. Es sind viele seltsame Leute auf den Straßen unterwegs. Jemand besetzt zwei Parkplätze gleichzeitig, jemand fährt mit wahnsinniger Geschwindigkeit über die rote Ampel. Aber habt ihr jemals einen Fahrer gesehen, der während der Fahrt hinter dem Lenkrad geschlafen hat? Ihr könnt euch sicher sein, solche Typen gibt es. Dakota Randall aus den USA traute seinen Augen nicht, als er ein Auto auf der Autobahn in Boston bemerkte, dessen Fahrer und Beifahrer friedlich mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometer ein Nickerchen machten. Randall zufolge schlief der Fahrer 10 Minuten lang, als er überhaupt aufwachte, sich umsah und beschloss, weiter ein Nickerchen zu machen. Natürlich fuhr sein Tesla in diesem Moment mit dem Autopiloten, obwohl er nicht für solche Dinge erfunden wurde. Dies ist übrigens nicht der einzige Fall. Einige Monate zuvor wurde ein schlafender Fahrer gesehen, weil er einen Tesla in der Nähe von Santa Clarita in Südkalifornien fuhr. Der Elektroautohersteller warnt, im Autopilotmodus muss der Fahrer jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen. Macht diesen Trick also nicht nach. Zug auf der Straße. Alle Fahrer müssen auf der Straße extrem konzentriert und auf Überraschungen vorbereitet sein. In jedem Moment kann jemand abrupt auf die Bremse treten oder ein Baum fällt auf die Straße oder aus dem Nichts taucht möglicherweise ein Zug auf, der sich in euren Weg stellt. In den Videoaufnahmen dieser Dashcam seht ihr den Polizisten Peter Staglewitz aus Illinois, der sich einem Bahnübergang nähert. Gebt zu, ihr habt es nicht sofort bemerkt, oder? Die Lichter fingen an zu blinken, also fuhr Peter vorwärts, als plötzlich ein Zug durch die Kreuzung blies und fast sein Auto zerschmetterte. Der Polizist hatte kaum Zeit, das Lenkrad umzudrehen und auf der Verkehrsinsel anzuhalten und erst in diesem Moment fiel das Kreuzungstor herunter. Es stellte sich heraus, dass der Mechanismus defekt war. Peter ist sich sicher, dass er an diesem Tag sein ganzes Glück aufgebraucht hat, aber er sagt, auch wenn er nie wieder im Lotto gewinnt, ist er damit vollkommen einverstanden. Riesiger Fisch. Ihr denkt vielleicht, dieser Taucher umarmt einen Hai. Es wäre sicherlich unglaubliches Filmmaterial, aber die wahre Geschichte ist noch erstaunlicher. Beim Tauchen in der Nähe der Küste von einem der berühmtesten Strände Australiens stießen dieser Typ und sein Vater auf den größten Knochenfisch der Welt, den Sonnenbarsch. Diese außergewöhnliche Kreatur wird bis zu 3 Meter lang und kann mehrere Tonnen wiegen. Wie haben die Jungs es überhaupt gewagt, sich ihm zu nähern? Tatsächlich stellt der Sonnenbarsch keine Bedrohung für den Menschen dar. Diese Art bleibt zum Beispiel still, während kleine Fische ihre Haut säubern und den Tauchern ruhig erlaubten Fotos erstellen.
Geräuschens zu machen. Das Auffälligste ist, dass der Sonnenbarsch in großen Tiefen lebt und sich fast nie dem Ufer nähert. Laut einem Professor an der Macquarie University hatten die Taucher viel Glück, ihm zu begegnen. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.